Dann der letzte Punkt ist die Beschaffenheit der Wirklichkeit. Also viele Beobachtungen aus dieser Arbeit zeigen die Notwendigkeit einer Revision nicht nur in Bezug auf Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, sondern auch unsere Auffassung der Wirklichkeit. Wir haben in der westlichen Zivilisation, also die materialistische Weltanschauung, die Idee, dass das Materie primär ist und dass irgendwie also Bewusstsein aus der Komplexität der neurophysiologischen Prozesse in dem Gehirn also auftaucht. Also die Idee da ist, dass der einzige Platz, wo es Bewusstsein gibt, ist innerhalb des menschlichen Schädels. Also diese Arbeit zeigt, dass die Bewusstsein und Intelligenz wirklich alle Existenz durchdringt. Und wir unser individuelles Bewusstsein oder unsere individuelle Psyche nimmt an diesem kosmischen oder absoluten Bewusstsein teil. Wir haben das Gefühl also in der Psychiatrie, dass wir bewiesen haben, dass Bewusstsein aus dem Gehirn kommt. Und ich glaube, es ist nicht wahr. Wir haben gezeigt, dass es eine regelmäßige Beziehung gibt zwischen den Vorgängen des Bewusstseins und den Vorgängen in dem Gehirn. Das heißt aber nicht, dass unbedingt also Bewusstsein in dem Gehirn erzeugt wird. Und um das zu zeigen, wir können also über Fernsehen sprechen. Wir haben ein Televisiongerät, nicht wahr? Und die Qualität des Bildes und die Qualität des Tons hängt sehr, sehr tief von der Integrität der Bestandteile ab. Was etwas also mit dem Gerät passiert, wird etwas mit dem Bild und mit dem Ton passieren. Das ist aber nicht ein Beweis, dass das Programm in dem Gehirn erzeugt wird. Alles, was das sagt, ist, dass es eine Beziehung, eine systematische Beziehung gibt zwischen dem Funktionieren des Gerätes und dem Programm. Das ist genau die Schlussfolgerung, die wir gemacht haben von den Beobachtungen in Bezug auf Gehirn. Also ich möchte, das ist meine Überzeugung nach diesen 40 Jahren der Arbeit mit geänderten Bewusstseinszuständen, dass wenn wir wirklich systematisch die Erfahrungen und Beobachtungen aus dieser Arbeit studieren und analysieren, dass es zu einer tiefen Revision der Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie führen musste und dass es zu besserem Verstehen also der emotionellen und psychosomatischen Probleme führen würde und auch hoffentlich zu besseren also therapeutischen Möglichkeiten. Dankeschön.